Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Handel nutzt grundsätzlich beiden Seiten. Und ich als ständiger Berichterstatter für Bangladesch und andere Länder weiß ich, wie Entwicklungsländer auf Vietnam schauen, weil zum ersten Mal ein Schwellenland die Möglichkeit erhält, über ein individuelles Freihandelsabkommen sich an die europäische Wirtschaft anzukoppeln und zu entwickeln. Und gerade deshalb ist dieses Abkommen wichtig, weil es den vielen Schwellenländern eine Chance und einen Weg bietet, den wir ihnen einräumen sollten. Aus diesem Grunde werbe ich für Ihre Zustimmung. Das Freihandelsabkommen ist ausgewogen. Es reflektiert die verschiedenen Ansichten hier im Hause zum Handel mit anderen Ländern. Und es macht allen Schwellenländern ein eigenes europäisches Angebot für die weitere Entwicklung, damit es zu einem Wohlstand in der Heimat kommt und nicht dazu, dass diese Menschen ihr Glück anderweitig und in anderen Ländern suchen müssen. Insofern ein gutes, ausgewogenes Abkommen, das ein positives Licht auf Europa und den Handel wirft. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank.